Eile. Wenn man sie so frisch ist, dann zerfällt sie jedes Mal so leicht. Bitte, irgendwann einmal werde ich bestimmt zuckerkrank sein und kein Mensch weiß warum. Bis auf mich natürlich, bitte. Bitte. Es ist geschafft, ohne Umfaller. Ich werde täglich besser. Nein, das ist wirklich peinlich. Da kann man überhaupt nicht hinschauen. Diese Jugend, die haben überhaupt keine Hemmnisse, diese jungen Leute. Entschuldige, Frau Meisterin, ich habe weder was runtergeschmissen noch sonst irgendwas ruiniert. Also momentlich habe ich im Augenblick nicht dich gemeint. Momentan. Na ja, sag ich ja. Na, Sie haben mir doch aufgetragen, dass ich sie immer verbessern soll. Ich meine, ich weiß gar nicht, gilt die Abmachung überhaupt noch? Na hörst, nur natürlich, das hast du mir doch ehrenwörtlich, hast du mir das versprochen. Dann heißt es aber auch... Pass auf da! Dann heißt es auch momentan. Hm? Obwohl momentlich gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich meine, das klingt sehr hübsch. Ich glaube, das werde ich in meinen Sprachschatz aufnehmen. Naja, du sollst nicht meine Schätze sammeln, sondern du sollst mich verbessern, wenn irgendetwas ich mache, ich weiß nicht wie, irgendwelche Danebenheiten. Das ist nur um Gottes Willen, der ganze Satz, der hatscht ja schon. Allein das Wort Danebenheiten, das gibt's überhaupt nicht. Obwohl eigentlich, ich meine, ist ein recht verständliches Wort. Ich meine, mir gefällt's ganz gut. Das freut mich. Aber glaubst du nicht, dass wir nebenbei vielleicht auch noch eine Hacken haben? Ja, bitte, sowas sollten Sie nicht sagen. Frau Meisterin, bitte nicht. Na wieso? Das habe ich ja von dir, das Wort. Du hast ja gesagt, Brezel machen ist eine miese Hacke. Ja, ich weiß, die feineren Leute sagen eine ungute Arbeit. Na, also ich weiß nicht, mir gefällt miese Hacken viel schöner. Besser vielleicht, weil schöner ist es ja direkt nicht. Na, also ich sehe schon, wir zwei werden bald einen Richter brauchen. So. Aber ich weiß nicht... Ich verstehe nicht, dass die zwei jungen Leute überhaupt noch was Süßes bestellen, wo sie die ganze Zeit sich abschlecken, sich selber. So wie sie den Satz zum Beispiel auf gleich gebracht haben, das wäre eine echt typisch miese Hacken. Momentlich. Bitte, wer schlägt wo was ab? Zwei Schwarzwälder Kirschtorten, bitte! Sie haben es doch bestellt, nicht? Oder? Oder nicht vielleicht? Die hören überhaupt nichts. Frau Otti, bringen Sie mir noch einen Tee, bitte. Eigentlich wollte ich ja schon gehen. Aber ich schaue so gern einer jungen Liebe zu. Komisch, dass man früher auch einmal so war, nicht? Also ich nicht. Ich war nie so. Nein? Na, da ist Ihnen aber sehr viel entgangen. Und ein Apfelstrudel. Im Kino wäre ich immer so hungrig. Also im Kino ich auch. Das ist ja wie im Kino. Die zwei. Mit Schlag, bitte. Also geh ein Apfelstrudel mit Schlag. Jawohl. Wieso habe ich mir was entgangen lassen? Sie haben sich etwas entgehen lassen. Wieso? Nur weil ich nicht immer herumgeschmust habe in öffentliche Häuser? Der öffentliches Haus kann man in dem Zusammenhang bitte wirklich nicht sagen. Wieso? Wir sind hier ein öffentliches Haus. Oder vielleicht nicht. Ich meine, die Gäste kommen, sie bestellen was, sie nehmen was, ja, sie zahlen und ja, gehen schon, wieder. Ja, schon, aber das Wort öffentliches Haus hat eventuell noch eine etwas fatale Zweideutigkeit. Also du gehst mir schon auf meinen Wecker. Wieso sagst du von deinem Vaterle, dass es zweideutig ist? Fatal, bitte. Fatal, nicht Vater. Fatal, das heißt so viel wie... Also, was heißt das eigentlich? Anrüchig. Verstehen Sie? Anrüchig. Ja, du hast ja so eine schöne Sprache. Du bist ja von zu Hause aus mit der Sprache so erzogen. Aber ich verstehe dich leider nicht. Wenn Sie wieder hereinkommen, dann werde ich versuchen, Ihnen das zu erklären. Ja, das machen wir. Das ist ein super Hammer. So. Gut. Mit der Küche bin ich soweit fertig. Der Kaffee steht auch warm. Also könnte sein, dass ich heute mal früher wegkomme. Man soll allerdings nie, bang, bang, was verschreiben.
Hab's schon verschrien? Hab's schon. Ja, hab ich die Ehre, Frau Sokol. Grüß Ihnen, Herr Silvi, was wollen Sie mit dem Koffer? Mich fragen's. Jetzt verstehe ich erst den Franz, Ihr Onkel. Na, wissen Sie, das ist der von mir da jahrelang der Hausmeister war. Ich bin im Bilde. Wollen Sie damit zart andeuten, dass Sie jetzt auch zum Tschecheranten werden? Nein, ich doch nicht, eh nicht. Ich bleib trocken. Nein, aber der Franz, Ihr Onkel, der hat mir jahrelang gesagt, dass ein Nüchterner, das ein Angesoffener sowieso. In dem Haus, da haben alle einen Klopfer. Und wenn ich es genau nehme, Frau Sokol, ich schleppe jetzt in einer Tour Koffer von einer Wohnung in die andere, von Leuten, die ebenso im Haus wohnen. Das muss man es erst einmal geben. Na gut, dann geben Sie mir's. Was ist mit dem Koffer? Ja, der gehört dem Tommy und Sie sollen ihm da wohl irgendwo hinstellen, wenn es geht. Ich habe nämlich erst eine Mansard oben, weil der Tommy hat dort heute Nacht geschlafen. Aha, ja, ich kenne mich aus. Nein, ich nicht. Ja, aber so viel habe ich geschnallt, Frau Sokol. Dass der Haussegen da mit der Hutblume da unten, pardon, mit der gnädigen Frau, die da so schrille Schreie von sich gibt, da dürft ihr ein bisschen wackeln. Ja. Da soll jetzt nämlich auch was anholen. Und sie hat mir gesagt, ich werde ihnen dann Bescheid geben, wenn es soweit ist, und hat gedeutet. Und ich kann jetzt da unten auf die Lauer legen und womöglich ist mir ganz ein Abend im Kübel. Ja, wissen Sie, wie oft von mir schon ein Abend im Kübel war? Na, sag ich ja, weil da alle in dem Haus einen Klopfer haben. Alles dann, Frau Sokol, hab ich die Ehre. Hab ich die Ehre, Silvia, Pfirtin. Was ist denn die Tür zu machen? Ich geh doch hinein. Ja, Entschuldigung. Wieso kommen Sie zu Fuß herauf? Der Lift funktioniert doch. Ich bin erst gar nicht in den Lift eingestiegen. Eigenhändig bin ich zu Fuß, habe ich mich heraufgeschleppt. Diese Stufen in dem Haus sind wirklich extrem hoch. Na, das ist halt, weil Sie so sportlich sind. Sportlich und schmoren bin ich sportlich. Um die Wahrheit zu sagen, feig bin ich. Wenn der Lift wieder stecken bleibt und ich stehe drin und niemand hört mich, da gibt's nur ein Wort, Klaustrophobie. Ich verrate mir jetzt ein kleines Geheimnis. Bitte. Wann Sie auf dem Bankerl sitzen? Ich sitze nie auf dem Bankerl im Lift. Ich stehe im Lift und halte mich wo an. Na, aber wann Sie sitzen, rechts unten, unterm Bankerl, da ist ein Hebel. Na ja, der Teufel schläft ja nie und falls der Lift doch einmal stecken bleiben sollte, dann zahlen Sie an, reißen Sie den Hebel nach vorn, nach vorne. Ja, und ich gehe mit dem Hebel, den habe ich nach vorn gerissen und ich gehe mit dem Lift in die Luft. Das ist wunderbar, das ist die Lösung. Ne? Nein, nix. Der Lift, der kehrt dann automatisch zu seiner Ausgangsposition zurück. Mhm. Also er fährt runter, hinunter. Ja. Ja, und von unten können Sie dann immer noch heraufsteigen. Danke, das ist gut zu wissen. Ich danke herzlichst. Das nächste Mal steige ich dann wieder in den Lift. Gut, habe die Ehre. Habe die Ehre. Wimmerl. Frau Sokol, ich begrüße Sie auf das Beste, auf das Schönste, auf das Herzlichste. Ich hörte eben, ich hätte mit dem Lift fahren können. Der wackere Silvio hat mir das erzählt. Aber die Stufen in dem Haus, die sind wirklich extrem hoch. Das ist schon wahr. Aber es ist halt ein altes Haus, Herr Guido. Die haben ja alle solche Stufen. Na ja, Herr Guido, darf ich Ihnen aus dem Mantel helfen? Ja, ich bitte darum. Ja. Ich habe neulich irgendwo gehört, wenn jemand sich nicht in den Mantel helfen lässt, dann hat er entweder keinen Butler oder keinen Freund oder keinen Mantel. Ja. Ich habe es einfach herumgedreht auf Voraushelfen. Sie haben ja alles, Herr Guido. Sie haben einen Mantel und Freunde. Ja, und das ist schon sehr viel, nicht? Ja. Besonders die Freunde, die sind wichtig. Ein Mantel kann man sich eventuell schenken lassen, aber Freunde, die... Die muss man sich verdienen. Da haben Sie recht. Mhm. Das kann doch nichts. Pfui Teufel noch einmal. Solche Leute. Servus, Tante Otti. Ah, Tommy. Du, Tante Otti, ich hätte gern die größte, schönste und teuerste Bonbonniere. Na, servus, der Schatz. Na, das ist ja... Die habt da bitte eine Luxusausstattung, ja? Na, die größte, die wir haben, ist leider leer. Weil da ist innen nämlich nur Seidenpapier. Weil Luxusware ist bei uns nämlich Schauware. Sag, was ist denn mit den beiden da los? Du kannst ruhig laut reden. Die hören nix, die sehen nix, die reagieren auf nix.
Na, vorhin, wie das Hans da drüben gesessen, da hat der junge Mann hat mit dem Ellbogen. Ellbogen, hm? Was? Das heißt Ellbogen. Ja, na ja, natürlich, dann sag ich ja. Na, was, tu mich nicht immer. Also, der hat mit dem. Also, mit dem. Der hat mit dem Knie vom Arm hat er sich hinein. Ellbogen. Ja, natürlich, hat er sich hineingelehnt in die Schwarzwälder Kirschtorten. Ich habe ihm gesäubert. Der hat überhaupt nichts bemerkt. Dann hat sie ihr Taschel mitten hineingelegt. Habe ich gesagt, hallo, Fräulein, Sie sind in der Torten. Nix, überhaupt nichts. Dann, das Tischtuch hat ausgeschaut, sage ich dir. Überall ist das Schlagrohr was herumgepickt. Habe ich gesagt, bitteschön, nix. Habe ich sie genommen, habe sie herübergegeben. Die haben überhaupt nichts gemerkt. Die merken gar nicht, dass sie jetzt auf einem anderen Tisch sitzen. Na, ich weiß nicht. Also ich, man kennt das ja verbieten, nicht? Okay, warum? Na, dass man das anschauen muss. Aber mein Eddie ist heute nicht da. Wenn es da zu einer Schlägerei kommt, dann kann ich mich vielleicht noch vor dem Bernie werfen. So, also jetzt schauen wir mal, was wir für dich haben. Da wäre eine Spezialmischung. Katzenzungen hätte ich auch irgendwo. Nein, danke. Mein Gott, einmal möchte ich noch sowas erleben. Einmal so total isoliert von der Umwelt sein. Aber ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch nicht schön, weil dann macht man auf einmal die Augen auf und dann sieht man wirklich alles um sich herum und das tut ein bisschen weh. Nein. Danke, keine Bonbon mehr. Nein, du bist aber sehr wankelhaft heute. Noch weißt du endlich nicht, was du möchtest. Oh, ich weiß schon, was ich möchte. Ich möchte noch einmal so sein wie die beiden da. Vor lauter Liebe nicht wissen, wo man den Ölbogen hintut. Nein, es geht nicht mehr. Es ist vorbei. So ist das Leben. Du wirst mir doch nicht sagen, dass dir das gefällt, die zwei da. Aber nein, die zwei nicht, aber die Situation gefällt mir. Nein, danke, keine Bonbonier. Ich muss noch ein bisschen nachdenken. Papa. Guido, du weißt doch. Schau mal, was es gibt. Ich bitte darum. Ja, du weißt doch, dass eine Tarockpartie dem Franz über alles geht, nicht? Ja. Und du weißt aber auch, dass sie immer am Freitag ist, nicht? Ja, und aber, heute ist sie am Samstag. Ja, leider. Aber er sagt mir doch immer, wenn er nicht da ist. Ja, natürlich, er telefoniert dir meistens, aber ist die Milch. Ich brauche keine Milch, ich nehme keine Milch zum Mokka. Aber ich. Ja, dann musst du doch eine Portion für mich auch. Ja. Weißt du, er wird's verschwitzt haben. Ja. Musst ihm entschuldigen, aber ich möchte ja sowieso mit dir allein reden. Ah? Ich meine, wenn es da nicht zu fad ist. Aber Hela! Ja, weißt. Erstens ist mir das nie zu fad und zweitens weiß ich ja gar nicht, was du mir erzählen willst. Hela, ich bin immer auf deiner Seite, wenn es Streit gibt. Und wenn der Franz dabei ist, denn im Vertrauen gesagt unter uns, ich bin immer auf seiner Seite, ich kann mir einfach nicht anders helfen. Aha. Das weiß ich doch, Guido. Nein. Du kannst ganz beruhigt sein, wenn ich mit dem Franz also Streit hätte, um Gottes Willen. Nein, da würde ich dich nie als Schiedsrichter wählen. Möchte dich doch nicht in einen Gewissenskonflikt bringen. Nein, diesmal geht's um meine Schreiberei. Du weißt doch, dass der Franz also wirklich, wenn's an meine schriftstellerische Tätigkeit geht, dann kriegt er ein ganz müdes, etwas bösartiges, unangenehmes, ironisches Lächeln. Ja, zugegeben, das entspricht der Wahrheit. Ah, das glaube ich. Und der Gedanke, dass ich versage, na, also das wäre ein gefundenes Fressen für ihn. Das muss ich auch wieder zugeben. Ich denke noch, wieso eigentlich? Ja, das kann ich dir ganz genau sagen. Der Franz ist ein Mensch doch mit sehr, sehr vielen, sehr, sehr guten Eigenschaften. Nur eine ist ganz fürchterlich. Eine Frau darf nicht mehr wissen und nicht mehr können als er. Naja, Kochen ausgenommen. Das ist auch wieder wahr. So war er schon als Knabe. Die kleinen Mädel, die haben ihn nicht leiden können. Später dann hat er sich verstellt. Und die größeren Mädels sind darauf reingefallen, eine Zeit lang. Du übrigens auch. Na, ich vor allem, ja, das stimmt. Na, aber um von meiner Schreiberei zu reden. Weißt du, Guido, in letzter Zeit
also mit dem Altwerden, ist immer mehr der Wunsch in mir entstanden, zu schreiben. Also einmal habe ich es ja schon versucht, das ging ja gut, aber das war ja nicht so richtig was Ausgedachtes. Und ich möchte halt so wahnsinnig gerne, ja, wie soll ich sagen, eine neue Aufgabe finden, damit mein Leben nicht ganz so eintönig ist. Es wird halt, wenn man älter wird, wird es eintönig. Ja. Und dagegen wehre ich mich. Und wenn ich an meine Mansarde denke, ich habe richtig gehend Sehnsucht nach meinem Schreibtisch. Ich möchte so gerne Menschen erfinden, Menschen, Charaktere und denen, ja, Schicksale geben. So, mit denen kann man dann leben. Nein, ich glaube, ich verstehe dich nur zu gut. Was mich betrifft, ich kann höchstens eine Ansichtskarte Schriftsteller, sonst nichts. Du, was macht übrigens dein Krimi? Oh Gott, jetzt hast du diesen Finger auf meine Wunde gelegt. Nix, gar nichts. Furchtbar. 10-mal habe ich schon angefangen. Ich schaff's nicht, Gunther, ich schaff's nicht. Ja, der Franz hat mir davon erzählt, dass du deine Leiche immer woanders versteckst und dann findest du es selber nicht mehr. Ja. Ist das nicht reizend wieder von ihm ausgedrückt? Könnt gleich wieder eine Wut kriegen. Nein, ich schaffe es nicht, aber ich möchte es nicht zugeben. Ja, du willst es nicht zugeben. Mit Nein. einem Wort. Du Nein. kannst keinen Krimi schreiben. Und jetzt genierst du dich, es zuzugeben. Hm? Wie recht du hast. Hm? Ein Dilemma. Na, Sokol, ja, ich komme zu Ihnen, weil ich nicht weiß, wo ich hingehen soll. Ich möchte nämlich nicht vor Wut zerspringen. Oh, tippe ich richtig, dass der werte Kurti wieder was ausgefressen hat? Also, wenn Sie im Lotto so genau tippen, dann kann ich Ihnen nur zu Ihren Millionen gratulieren. Also, kommen Sie mit in die Kugel. Oder wollen Sie lieber ins Wohnzimmer? Die Gnefrau ist drin und der Herr Guido. Und Sie sprechen über den Krimi von der Gnefrau. Dann lieber nicht, Nana. Erstens will ich Sie ja nicht stören. Und zweitens habe ich daheim Krimi genug. Sagen Sie, irre ich mich oder waren Sie die Frau, die mir vor nicht allzu langer Zeit erklärt hat, nie wieder bringt dieser Mann mich auf die Palme? Ja, ich weiß, man lernt heute nichts dazu. Ich bin schon mitten oben wieder auf der Palme. Aber wozu denn? Denn das ändert doch den Kurt nicht. Aber wenigstens fürchtet er sich ein bisschen von mir. Ja? Ja, bei meinem letzten Zornesausbruch ist er einfach weggegangen. Na ja, früher hat er ja die Stimme erhoben. Ne? Ja, ich weiß, man hat es öfter bis heraufgehört. Also kommen Sie mit in die Küche, da erzählen Sie mir, was er wieder angestellt hat. Ich sag Ihnen, das ist so gut. Weißt du was, Hila? Na? Vergiss einfach den Krimi. Ich möchte dich aber bitte unterbrechen. Willst nicht noch einen Kaffee oder du isst ja gar nichts, noch ein Stück Kugel? Nein, ich hab dazu gehört. Nein, danke, ich hab genug. Ich muss auch was aufpassen. Was wolltest du mir sagen? Ein Schluckel Kaffee mache ich noch? Ja, das bitte. Danke, ich wollte sagen, vergiss einfach den Krimi. Schau, du brauchst doch keine Ratschläge. Du brauchst dich doch nicht irgendwie performieren, wie man so zu sagt. Du schreibst doch nicht, um anderen etwas zu beweisen, oder? Nein, das tue ich nicht. Ich glaube, es hat mehr mit, wie heißt das schöne Wort heutzutage? Es hat mit Selbstfindung zu tun. Selbstfindung ist aber auch schon gern die Vokabel. Ja, aber du sagst es ja. Selbstfindung. Du, Hila, da habe ich eine Idee. Schreib einfach, wie es ist. Wenn jemand einen Krimi schreibt, die ganze Familie damit beschäftigt, überall die Leichen herumschleppt und dabei ständig den Faden verliert. Naja, das ist ein Grundfehler, die eigene Familie mit diesen Dingen zu beschäftigen. Du sagst es. Andererseits hättest du dann nicht diese ironischen Ratschläge von Franz gekriegt, von mir unverwertbare Ratschläge, vom Heinz auch und sogar von der Sokol. Und du meinst also, ich könnte aus diesen Dingen Kapital schlagen? Ja. Eigentlich gar keine schlechte Idee. Ja, dann wüsstest du wenigstens, wovon du schreibst. Ja, natürlich. Ach Gott, es ist eigentlich völlig fantasielos, dass man sagt, es fällt einem nichts ein, wenn einem die ganzen Themen da vor der Tür liegen.
Ja, danke, Guido. Ja, bitte. Ach, aber ich möchte jetzt gleich anfangen zu schreiben. Ich kann nicht in meine Mansarde, die ist ja besetzt. So? Ich möchte dich etwas fragen. Weißt du, wo diese vielen Menschen waren, bevor es diese Mansarde da oben gab? Keine Ahnung. Zuerst war der Dr. Fritsch drin. Ja? Dann war mein Bruder Kurt drinnen, ja, und jetzt ist der Tommy drinnen seit ein paar Tagen. Jeden Tag sagt er, geht raus. Glaubst du, er ist draußen? Nein, er ist nur immer drinnen. Nur immer drin. Ja. Ja, ja, weißt du eigentlich, dass die Silvia und er sich getrennt haben? Ja, das. Ja, was sagst du? Das weiß ich. Ich hab davon. Die Silvia, die hat doch ihre eigene Wohnung. Ja. An einen Cousin untervermietet. Na ja, siehst du, das ist es eben. Das hat die leichtfertigerweise getan. Hm. Jetzt muss sie warten in der Wohnung vom Tommy, bis der Cousin aus ihrer Wohnung rausgeht. Und der Tommy weigert sich inzwischen, in die Wohnung zurückzugehen, in seine. Und jetzt sitze ich da. Ja, und Hauptsache, die ganze Geschichte ist zu Ende. Ja. Und aus deiner entzückenden Dichterstube wurde ein Asyl für Gestrandete. Schön drückst du das aus, siehst du? Danke. Prima. Das wäre übrigens eine ganz gute Idee für ein Buch. Ja, Guido, ich danke dir. Bitte. Ich bin dir wirklich dankbar. Bitte, es war mir eine Freude und eine Ehre. Aber jetzt habe ich eine Bitte an dich. No? Sag nichts davon dem Franz. Denn wenn der nicht die nötige Hilfe ist, wird er ironisch. Wie recht du hast, und ich wäre wieder giftig. Ja. Na, ich schaue ja schon länger nicht in solche Journale hinein, weil entweder ich lache mich schief oder ich gifte mich. Na bitte, aber so ungefähr wie Sie, Frau Sokol, das ist meine Kundschaft. Aber ja, bitte? Der Kurti sagt, meine Schneiderei versumpert. Ja, ich müsste mich mehr mit so kleinen Rockern und Hosen eindecken. Die, ja, die genau da oben Oberschenkel den Häuberten zudecken. Aber, und ganz eng natürlich, ganz eng. Ich frage Sie, Frau Sokol, wer soll das tragen? Also ich nicht, Sie sicher auch nicht. Und die Hilla schon gar nicht. Also, aha, aber vielleicht könnte ich es dann Frau Neuberger einreden. Vorsicht, die nimmt es. Und das wäre keine gute Reklame für ihre Schneiderei. Konventionelle Kleinkariertheit, sagt der Kurti, ist es. Ich müsste mit der Zeit gehen. Pleite werde ich gehen, ja? Weil für sowas habe ich doch keine Kundschaft. Und ich lasse mir von ihm und von niemandem das von mühselig Aufgebaute wieder zerstören. Aber er will und will das nicht einsehen. Ich weiß es nicht. Ja, schauen Sie, Sturheit ist doch einer seiner schönsten Charakterzüge, nicht? Und dazu ist er noch ein Snob. Ja. Meine Seele habe ich mir aus dem Leib geredet. Man hört ja gar nicht hin. Ja, und zum Schluss haben wir uns dann gegenseitig angebrüllt und jedes aus dem Zimmer gerannt. Ach, ich frage Sie, warum kann er mich nicht in Ruhe arbeiten lassen? Frau Hilde, Sie sind doch eine mutige Frau. Ne? geworden, sagt man. Und da sind Sie ja nicht ganz unschuldig dran, Frau Sokol. Ich habe schon wieder eine Idee. Ja, aber es kommt auf Sie an, ob Sie mitmachen. Ja, mir ist wirklich alles recht. Was meinen Sie? Bitte, aber das Gwand schmeiß ihm nicht mehr aus dem Fenster, weil daran hat er sich schon langsam gewöhnt, glaube ich. Nein, passen Sie auf. Hören Sie zu. Darf ich vielleicht noch irgendwas dazu bringen? Vielleicht was zum Trinken? Dass man derisch wird bei so einer endlosen Schmuserei, das habe ich mir auch nicht vorgestellt. Vielleicht können die Herrschaften den Tisch wechseln, dann könnte ich diesen inzwischen abräumen, weil Cremeschnitten scheinen ihn eh nicht zu behagen. Vielleicht da drüben? Ob die sich irgendwas denken dabei, das würde mich echt interessieren. Servus, Bernie. Hallo, Bernie. Hast du für mich ja irgendwo ein ruhiges Platzl, wo ich den Brief da schreiben kann? Ja, sicher. Bitte setz dich an den Tisch da hinten. Danke. Ja. Weißt, meine Wohnung wird nämlich gerade von der Silvia geräumt. Mhm. Die Mansarde räumt der Silvio. Und zu den Großeltern mag ich auch nicht gehen. Bitte. Weit habe ich es braucht. Nicht ein Platzl habe ich für mich alleine. Du, kein Problem, Tom. Ich meine, ich störe dich bestimmt nicht. Ich kann dich nicht sofort verziehen. Komm, sei nicht dumm. Sitz her. Da sitz dich. Ich brauche nämlich deine Hilfe. Aha. Ein kleines Problem. Du weißt ja, die Silvia und ich sind auseinander.
Und ich möchte jetzt zum Abschied etwas schenken. Und ich habe zuerst gedacht, ein Schmuckstück. Aber das ist ein bisschen unfein. Ja, es ist klar, ich meine, ein billiges geht nicht. Und ein teures geht schon gar nicht. Ja, und jetzt will ich ihr aber trotzdem irgendwie Dankeschön sagen, nicht für die Zeit. Es war ja eine schöne Zeit mit dir. Und da habe ich halt ganz einfach gedacht, ich kann ihr doch nicht irgendwas schenken, was mit Wert zu tun hat. Ja, verstehst klar, du? Sonst schmeißt es das nach. Ja, logisch. Jetzt möchte ich ihr halt ganz gerne einen Abschiedsbrief schreiben und dir den gemeinsam mit ein paar rote Rosen geben. Nein, nicht rote Rosen. Rosa vielleicht. Oder weiße. Weiße Rosen wären sehr schön. Wegen der Unschuld. Was? Blödsinn. Was heißt der Unschuld? Naja, pass auf, du könntest dich in dem Abschiedsbrief drauf beziehen, dass du an der ganzen Sache im Grunde genommen unschuldig bist. Ich sag dir Blödsinn. Wir sind ja im Guten auseinandergegangen, die Silvia und ich. Obwohl, ich meine, ein bisschen was stimmt schon, was du sagst. Ich meine, in Abschiedsbriefen schreibt man doch immer etwas, dass man selber schuld ist. Nicht so etwas wie, du hast eigentlich einen viel besseren Mann als mich verdient. Okay, aber das glaubst du nicht wirklich, oder? Nein, aber Abschiedsbriefe sind immer ein bisschen verlogen, ne? Na gut, ich meine, ich habe noch nie einen geschrieben, ne? Aber ich glaube, wenn ich einen schreiben müsste... Ja, sag, was würdest du dann schreiben? Ne? Ich muss dich verlassen, aber vergessen werde ich dich nie. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Das ist nicht gelogen. Ich muss dich verlassen, aber... Vergessen hätte ich dich nicht, das wäre auch. Hallo, Tommy, grüß dich. Servus, Onkel. Tommy, hör mal zu. Du, ich habe ein großes Problem. Verzeih mir bitte, ich stehe dir gleich zur Verfügung, aber ich muss noch geschwind einen Brief schreiben. Böse schön, würde ich gar nicht stören. Aber es ist nur so typisch. Wenn man einmal Probleme hat im Leben, ist garantiert niemand da, der sich dafür interessiert, der einem zuhört. Nicht? Ja, was ist? Was ist? Man brauchst nicht wegrücken, ich bin nicht der Dracula. Ne? War vorhin am Würstel stand. Ne? Der Würstelmann hat mir auch nicht zugehört. Hat mir nur gesagt, dass die Würstchen immer schlechter gehen, je wärmer die Jahreszeit wird. Ne? Niemand da, der sich der Probleme eines Mannes annimmt. Keine Notdienste, keine Streifendienste, nichts. Entschuldigen Sie, darf ich momentan Platz nehmen? Servus. Also, wissen Sie, ich mache da eine Meinungsumfrage für eine gewisse... Oh, das fängt gut an. Dann kann man gleich zu meinen Schleppen gehen. Na so. Wissen Sie, ich mache eine kleine Meinungsumfrage für eine gewisse Zielgruppe, der Sie angehören. Sie finden doch auch die heutige Mode zum Beispiel sensationell, ne? Na, haben Sie ja recht, ne? Man braucht ja gar nicht darüber debattieren. Ne? Schauen Sie, darf ich? Herrgott, noch einmal, der macht einen Wahnsinn. Die Mode liegt im Tiefschlaf. Na, servus. Reaktionen wie am Zentralfriedhof. Schauen Sie, und diese Mode muss man aufwecken. Man muss alles dazu... Alles dazu tun, und wenn es sein muss, mit Schock. Mit Schock! Ja, servus. Da redet der Papst da jedes Mal. Man soll sich der Probleme der Mitmenschen annehmen und zuhören. Nichts geschieht. Also hören Sie zu, schauen Sie, ich habe ja da eine. Das hat ja gar keinen Zweck, das was ich da überhaupt, der Monolog. Schauen Sie, ich habe eine sehr hausbackene Frau, ne? Die glaubt immer, dass sie ihre Kunden verliert. Wenn sie da mit der neuen Mode, wieso verliert sie die Kunden, frage ich mich. Wieso verliert sie die Kunden? Man muss doch einmal mit der Mode gehen, ein bisschen Rockerl heben, Beinchen zeigen, Manschetten, die Manschettenmacher wollen ja leben. Naja, ich freue mich, dass Sie meiner Meinung sind. Sie will eher ihren Job aufgeben. Schauen Sie, meine Frau. Das ist ein Wahnsinn heute. Wie spät ist denn? Wenn das so weitergeht, muss ich Buttersemmel mitnehmen, bevor der reagiert. Schauen Sie, was ist ja fürchterlich?
Sie will zum Beispiel auch nicht, dass ich Sie Zizimaus nenne. Schauen Sie. Hallo. Sie ist natürlich kein Mauserl mehr, ne? Der gestandene Maus. Supermaus. Nicht? Na, aber schon meine Mutter, nicht wahr? Die selige Baronin Hevera von Ludwitz. Sie war eine von Ludwitz! Der ist eisern, der Bursch. Hat schon immer gesagt, Buberl, Buberl hat's gesagt. Na, servus, wie man sich bettet, so liegt man auf der. Warum habe ich vielleicht mehr als drei Biere getrunken, aber gezahlt habe ich jedenfalls sechs. Hören Sie! Hören Sie! Hallo, Bernie. Also, das schrick nicht, ich bin's ja nur. Ja. Sag, was machst denn da eigentlich? Ich schreibe einen Abschiedsbrief. Was heißt Abschiedsbrief? Willst du uns denn verlassen? Aber nein, ich. Doch nicht, bevor ich ausgelernt bin. Hm? Ja, warum schreibst du denn, wem schreibst du denn dann einen Abschiedsbrief? Gar niemanden. Das ist, ich möchte einfach nur wissen, wie man sowas macht. Hm? Das ist ein rein literarisches Interesse. Weil so viel, wie ich vom Leben bis jetzt mitbekommen habe, schreibt jeder irgendwann einmal einen Abschiedsbrief. Komische Gedanken hast du wirklich. Sagen Sie, Frau Sokol, haben Sie noch nie einen Abschiedsbrief geschrieben? Da muss ich jetzt nachdenken. Oh ja, einmal schon. Aber Literatur war der nicht. Ich hab geschrieben, nimm deine schmutzige Wäsche, alles was dir gehört, lass die Schlüssel da und lass dich ja nie wieder sehen, weil du kannst mich und so halt in dieser Art. Ne? Ja, aber sehen Sie, ehrlich. Ehrlich war die auf jeden Fall. Ja, das schon, nur fein. War er nicht. Sag, hast du irgendwo den Kurt gesehen? Nein, gesehen nicht, aber gehört. Draußen, wie einen Opernsänger. Wieso, der singt? Na, momentlich sagt er eine Arie auf, ganz trocken. Wieso? Ja, ich glaube, der hat irgendein Problem. Ah, das ist gut. Er wird gleich noch ein größeres Problem haben. Du, pass auf, gib Acht, dass er hier bleibt. Das ist wichtig. Dann kann ich seiner Frau sagen, dass sie kommt. Und pass auf, ich weiß was. Gibst ihm einen Cognac, dann bleibt er auf alle Fälle da. Bitte, der schimpft doch jedes Mal auf unseren Cognac. Das ist wurscht, saufen tut er dann doch. Und du weißt nichts, gell? Nix, von nix weißt du was. Ja, das kommt auch der Wahrheit ätzend nahe, muss ich sagen. Guten Abend, Herr Hevera. Oh, guten Abend, Herr Bernie. Ich soll Ihnen auf Kosten des Hauses einen Cognac servieren. Oh, sehr interessant, wie man vielleicht Ausschussware loswerden. Mich als neue Sorten bei mir ausprobieren. Herr Hevera, wie könnten wir denn Sie bitte als Versuchskaninchen missbrauchen? Ja, Kurt in der lieben Familie der Versuchsschimpanse, ne? Also bitte schön, ich setze mich da in die Mitte, denn hier sind ja die Reaktionen verhältnismäßig gering, ne? Man soll ja junge Liebe nicht stören, ne? Es muss ja keimen, muss ja wachsen, ne? Ach ja. Ah ja, Kurtele, da bist du ja. Gut, dass ich dich noch erwische. Ja, das ist aber reiner Zufall, Hille. Das ist reiner Zufall. Ich habe Cognac bestellt, ja? Man wollte runterspülen, man wollte dann gleich zahlen und wieder. Ich muss dir ehrlich sagen, Hille, Also ich muss dir sagen, deine Aggressionen mir gegenüber haben sich mir nicht böse, ein Haserle, auf den Magen gelegt. Ja, ich weiß, es tut mir auch furchtbar leid, aber ich habe nachgedacht über alles, was du so über der Mode und herum gesagt hast. Vielleicht bin ich wirklich ein bisschen altmodisch. Ja, wenn du es nur einsiehst, Hilde. Schau, mein Schatz, sei doch ehrlich. Was würdest du machen, wenn du mich nicht hättest? Versumpen. Schau mit deinen Salonadel da. Sumpfer. Hast du schon gesagt, ich weiß, ja. Bitteschön. Ja, danke. Herr Hevera, Ihr Cognac. Danke, wir sind sehr lieb. Irgendwas bringen. Ja, bitte mir einen Schnaps, aber ordentlich, ja. Du, stell dir vor, Kurt, ein Glück. Ich habe nämlich ein Modell gefunden, das mir zufällig passt. Ich sag, ich fühle mich traumhaft gut. Na, Kurtele, was sagst du zu mir? Was ist? Bist du denn? Was ist denn? Du bist doch halb nackt. Ja, aber Kurtele, das ist doch die Mode, von der du so begeistert bist und wo du sagst, ich soll mich umstellen, bitte. Also, ich hab's getan. Schau doch mal, Hilde, das ist doch die Mode für Teenager. Ja, ich weiß, aber bei mir verkaufen wir keine Teenager. Die lassen nichts nach Maß machen. Und du und meine älteren Herrschaften, denen werde ich das jetzt vorführen, die werden begeistert sein, bin mir überzeugt. Schau, was du mit dem jungen Mann machst. Du verwirrst ja die Jugend. Ich meine, das kann ja für den jungen Mann ärgste Folgen haben im späteren Leben. Aber es tut mir leid. Die Hilde muss sagen, du schaust toll aus. Oh, danke, Tom. Ja, der Kurzi hat wirklich recht. Ich fühle mich wie befreit. Aber Schatz, ich hab's doch nicht.
Hab's doch nicht so äußerlich was gemeint. Ist, was ich meine, äußerlich hab ich's nicht gemeint. Du kannst ja nicht den Rock runterziehen, das geht bei dieser Mode nicht, Kurti, weil das wäre dann gegen den Sinn. Aber du hast mich ja völlig missverstanden, meine die heurige. Und die Mode wird doch sicherlich auch ein Angebot für die reifere Dame. So geht. Also ich weiß nicht, was du hast, Onkel Kurt. Ich finde es sehr mutig und sehr lustig. Ich will nicht eine Frau, die mutig und lustig ist. Wieso bitte, Kurt? Habe ich dich da irgendwie missverstanden? Schatzele, das war doch ein Irrtum. Ich meine, ich habe eine Mixtur gemeint. Ach so. Nicht meine, für die reifere Dame das Elegantere und ein bisschen geschisti-geschasti für die Jugend, wenn die überhaupt sehr zu gut uns kommt. Ich gehe jetzt nämlich zu einer Freundin, die hat zufällig eine Party. Und da werde ich ihr meine Modelle endlich vorführen. Bitte, unmöglich. Nein, du gehst jetzt herauf in die Wohnung. Bedeck dich doch ein bisschen. Ziehst dich um, ich komme dann und hol dich ab. Und ich werde dir erklären, was ich da eigentlich gemeint habe. Aber so geht's doch nicht. Ich meine, so kann vielleicht in Dinas Club-Café ab 12 Uhr, aber Inde, es ist doch Wahnsinn, einer österreichischen Konditorei. Ich glaube, heute spinnt er wieder ein bisschen kräftig, gell? Ah, oh, im Gegenteil. Auwe. Ich glaube, sein Spinnen hat gerade nachgelassen. Oh. Gratuliere, es ist gelungen. Ja, das ist es. Aber ihr habt ja keine Ahnung, was ich mitgemacht habe. Ich sitz da. Ich habe mir doch den Rock nur schnell zusammengenäht und da sind ein paar Stecknadeln drin. Oh, ich sitz da wie ein Fakir und die Füße da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Frau Sokol, aber... Ach, das ist schön. Ich danke Ihnen, ich danke Ihnen. Ich glaube, dieser Rat war wieder ausgezeichnet. Einmal durfte ich mich wieder ansehen wie ein Teenager. Danke vielmals. Auf Wiedersehen. Also irgendwo habe ich das Gefühl, ich schnall echt überhaupt nichts mehr. Ich komme mir vor wie einer, der ins Kino geht und der halbe Film ist schon abgelaufen. Also unser Schnaps, der ist wirklich nur für robuste Natur und der schmeckt ja wie ein Spiritus. Du Berni, machst du hier dicht, ja? Vergiss nicht die Lampe in der Auslag brennen lassen, damit die Einbrecher glauben, es wohnt wer da, weil der Janik in der Box stumm, der hört ja nichts. Und ich muss jetzt nach oben, pfiat euch. Auf Wiedersehen. So, der Brief ist jetzt fertig. Und? Ist er gut geworden? Nein, ich weiß nicht gut. Er ist sicherlich noch ein bisschen verlogen, aber der Schluss ist sehr gut. Ich muss dich verlassen, aber... Vergessen werde ich dich nie. Du hast dich eingeschlafen. Hi allerseits. Servus. Bin total erschöpft. Ich brauche jetzt einen starken Kaffee. Die ganze Welt hat halt Blumen gekauft. Und noch dazu dieses verdammte Ziergras. Ich habe total zerschnittene Finger. Sag einmal, gibt es vielleicht noch ein paar weiße Rosen bei euch im Blumenstand? Weiße Rosen haben wir überhaupt nicht geliefert bekommen. Außerdem gehen die nur bei Hochzeiten. Unschuld. Gelbe Rosen sind noch da. Die sind auch sehr schön, aber leider riechen sie nicht. Ist eigentlich eh typisch. Kein Duft, kein Inhalt, alles nur noch fürs Auge. Wir leben wirklich in einer total synthetischen Welt. Ja, es war voll. Ich gehe trotzdem jetzt rüber und schaue, ob ich die paar noch bekomme, weil sonst sind sie weg. Baba. Ciao. Ciao, Tom. Danke. Das mit der synthetischen Welt, das habe ich mir auch schon öfter gedacht. Weil ich meine, es fängt ja schon damit an, dass eigentlich jeder lügt. Ja, aber Berni, anders kommst du doch überhaupt nicht weiter. Wer will denn schon die Wahrheit hören? Die Leute wollen doch belogen werden. Ja, außerdem ist das sowieso nur Theorie. Man muss eben Taten setzen. Ach Gott, mir tun die Füße so weh. Legen's einfach die Beine auf dem Sessel, das sieht eh keiner. Danke, Berni. Oh, das tut wirklich gut. Was ist denn mit den beiden? Ich weiß nicht, die sitzen schon seit 2 Stunden da, haben jeden Tisch okkupiert. Die hören nichts, die sehen nichts und ich würde es gern rausschmeißen, ich weiß nur nicht wie. Eine junge Liebe halt. Ach was, junge Liebe? An sowas glaube ich überhaupt nicht, an die Liebe. Es ist eh nur Blabla. Ist der stark? Ja, ich habe mir gedacht, weil sie so müde sind. Wie haben Sie das eigentlich gemeint mit Taten setzen und so? Ja, nicht immer nur drüber reden. Verstehst du, was tun? Ja, natürlich. Hast du morgen in der Früh Zeit? Ja, natürlich. Ich muss auch gar nicht schlafen gehen, wenn Sie wollen. Pass auf, dann kommst du morgen mit mir mit. Wir treffen uns um 7 Uhr in der Früh an der Hausecke bei Nummer 28. Das ist gleich da vorne. Ja. Da wollen sie Mieter ausquartieren, weil sie mit der Miete im Rückstand sind. Und der Hausherr wittert seine Chance.
Ja, und wir machen halt eine Demonstration. Wir setzen uns auf die Straße. Kommst du mit? Du bist herzlich willkommen. Weißt du, je mehr, umso besser. Aber vergiss die warmen Unterhosen nicht. Sonst bist du bei dem Wetter aufgeschmissen. Warme Unterhosen. Ja, dann 7 Uhr früh. Okay. Ich bin. Sieh was, Neuwurm. So, hast du den Tommy gesehen? Der geht um Blumen. Warum? Weil die Mansard habe jetzt ausgeräumt und seine Bude und die Sachen von der Gnädige Frau Silvia habe ich auch ausgeräumt. Und die packt jetzt so nur mit Lockenwickler und Zahnbischl und so Klumperteien und dann geht sie. Aha, na dann wird der Tommy vermutlich eh noch zurechtkommen mit den Blumen und mit dem Brief. Ist natürlich, ich weiß nicht, ob er das jetzt persönlich übergeben will. Es kann also sein, dass du noch einen Weg hast, Macher. Grüß Ihnen, Fräulein. Sie kennen vom Blumenstandl. Jetzt, wer sind denn die zwei? Du, ich weiß nicht, ich hab die noch nicht von vorn gesehen. Die sitzen seit 2 Stunden da. Die hören nix, die sehen nix. Ich meine, ich würde sie gern jetzt langsam irgendwie loswerden, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das machen soll. Geht, du, das mach ich da, ja? Echt? Oh, ja. Aber bitte mit Gefühl. Der Bernie hat gesagt, das ist junge Liebe, da muss man sehr vorsichtig sein, sonst ist das ein Schock fürs Leben. Ich mag's ganz vorsichtig. Hallo Sportsfreund! Sag, wie war's denn mit's ausgehen? Weil hier ist jetzt gleich eine Sperrstunde, weißt? Jesus, na, so spät schon, wie das heißt. Was machen wir denn jetzt? Ja, zu mir können wir nicht gehen. Wieso? Ja, was, mein Vater, der ist so eigen. Aber sag einmal, können wir nicht zu dir gehen, ha? Um Gottes Willen, mein Mann kommt um 6 Uhr nach Hause und ich habe noch nichts gekocht. Was? Du hast einen Mann? Ja. Das hat's mir nicht gesagt. Ja, bitte, geredet haben sie ja nichts, ne? Aber gezahlt vor über einer Stunde und seid ja nichts gehabt. Also. Na ja, dann. Dann geh ich auch, nicht wahr? Ja. Okay. Was mache ich jetzt mit dem Abend? Wiederschauen. Wiederschauen. Was macht er jetzt wirklich mit seinem verpanzten Abend? Irgendwo habe ich das Gefühl, die haben sich erst vor der Konditorei kennengelernt. Na ja, dann war es wirklich junge Liebe. Und was machen wir mit unserem angebrochenen Abend? Wie war's mit einer Disco? Da waren wir schon lange nicht mehr. Wir könnten uns in 1,5 Stunden treffen. Ja, vielleicht kommt das Fräulein auch mit. Sind Sie wahnsinnig? Wieso ist das Voraussetzung für Disco? Ja, glauben Sie, ich habe Lust, mir mein Trommelfell vorsätzlich zu ruinieren? Ich hau mich in die Eier. Ja, das wirst du übrigens auch machen, Silvio, gell? Weil wir gehen nämlich morgen in der Früh demonstrieren. Na, was für ein Thema? War denn nicht schon heute? Das ist eine Debatte. Morgen in der Früh gehen wir demonstrieren. Na ja, gut. Okay, habt ihr mich überredet, gehe ich auch demonstrieren. Okay. Kann ich zahlen? Ja, gut. Können Sie einmal im Monat, ich habe Sie in die Familienkartei mit aufgenommen. Ach, Bernie, echt. Ich habe von Anfang an gewusst, dass du ein lieber Kerl bist. Also, ciao, bis morgen. Bis morgen. Hey, und vergesst die warmen Unterhosen nicht. Ja. Ich bin unbeschreiblich glücklich. Ja, das bin ich. Morgen früh, hast du gesagt, ist die Demo? Morgen früh. Das geht auch gar nicht, weil ich schlafe immer bis am Nachmittag. Du wirst halt einmal nicht bis am Nachmittag schlafen, um Gottes Willen. Geh, was hilft mir beim Abräumen? Wie schaut's denn da aus? Ja, ich weiß, die haben sich vorher immer in die Torte hineingelehnt. Wir werden das, das ganze Tischtuch können wir nehmen und wie es ist wegschmeißen. Wenn das der Meister Edi sieht, dann trifft ihn der Schlag. Sieh, ich hab noch frische Cremeschnitten. Boah, ja, ordentlich. Weißt du was? Ja, klar. Sicher. Okay. Ein Apfelstuhl schaut auch nicht schlecht. Sag, Silvio, hast du eigentlich. Was? Hast du einen Sturzhelm? Für was ein Sturzhelm? Ja, ich war noch nie bei einer Demonstration. Ich weiß nicht, vielleicht braucht man einen Sturzhelm bei einer Demonstration. Wieso wird man da kaut? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einen nicht erfahren.